Teil 7 meiner Geschichte des Wissensmanagements. Ich habe es überschrieben mit Es menschelt bzw. die soziale Komponente und Unternehmenskultur. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich von der Uni gekommen bin und das Gefühl hatte, was ist eigentlich mit Berufserfahrung gemeint? Ich dachte, ich bin perfekt ausgebildet und die überall geforderte Berufserfahrung ist meiner Meinung nach komplett überschätzt. Was sollte das sein? Wer selber einige Jahre gearbeitet hat im realen Berufsleben, in realen Projekten, in der realen Kultur eines Unternehmens, weiß natürlich, was gemeint ist. Aber so als Uni-Absolvent kann ich nachvollziehen, wenn auch heutige Absolventen das noch nicht einschätzen können. Was mir auch relativ spät aufgefallen ist, ist die Wichtigkeit dieses Problems Unternehmenskultur im Unternehmen. Das hatte wahrscheinlich mit meinem Startunternehmen der Bertelsmann AG zu tun. Das heißt, an meinen ersten Tagen der Einführung habe ich direkt das Buch von Reinhard Mohn erhalten, Erfolg durch Partnerschaft, eine Unternehmensstrategie für den Menschen. Ich habe damals gedacht, okay, das ist der Eigentümer von dem Unternehmen, das gehört als Werbung dazu und das mit da reinzugeben. Und ich habe das nicht weiter beachtet, weil ich dachte, so wie bei Bertelsmann gelebt wird, wird in allen Unternehmen gelebt. In dem Buch stehen natürlich diese ganzen Punkte wie Partizipation und Motivation der Mitarbeiter, Gemeinsamkeit statt Klassenkampf, Neuordnung der drei Elemente eines Unternehmens, Kapital, Arbeit, Management, Modernisierung des Kapitalismus zur Rettung des marktwirtschaftlichen Systems und weiteres. Es ging also um Themen wie die Delegation von Kompetenz und Verantwortung, um den Wert von Vertrauen und Kooperation, um das Selbstverständnis eines partnerschaftlichen Unternehmens. Und ich hielt es auch für selbstverständlich, dass das, was dort stand, gelebte Realität war. Das war gelebte Realität 1995 in einem Weltkonzern. Ich habe das also live am eigenen Leib von 95 bis 97 erlebt, diese Partnerschaft. Und natürlich dachte ich, dass das was Selbstverständliches ist. So richtig bewusst ist mir das erst später geworden, als ich mit anderen Unternehmen zu tun hatte, in anderen Projekten zu tun hatte, dass das überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Ein gutes Beispiel ist das heutige Augenhöhe-Projekt. Das heißt, das ist bei vielen Punkten immer noch weit hinter diesem Buch von Reinhard Mohn, was er 1986 geschrieben hat. Und was 1995 im Weltkonzern Realität war, ist noch weiter hinter zurück. Das heißt, heute wird über den Augenhöhe-Film gejubelt. Das wird als Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmensführung und Mitarbeitern in einem Rahmen der Mitarbeiterführung betrachtet. Dabei ist, selbst wenn das in den Unternehmen umgesetzt wird, das noch 1, 2, 3, 4 oder 5 Schritte hinter dem zurück, wie ich es als Realität tatsächlich von 95 bis 97 erlebt habe. Manche gucken mich an und denken, ich bin ignorant, wenn ich nicht in voller Begeisterung für dieses Projekt ausbreche. Und natürlich finde ich es wichtig, wenn auch andere Unternehmen diesen Schritt gehen. Aber für mich ist es genau aus dieser Live-Erfahrung, aus meinem Berufsleben, nicht so innovativ, wie es anderen eventuell vorkommt. Ein weiterer Aspekt, mich für das Thema Menschelt zu sensibilisieren, waren natürlich die Projekte, die durchgeführt worden ist. Projektmanagement ist da ein guter Lehrmeister dazu, wenn man mitbekommt, welche Rolle die Kommunikation in Projekten hat, welche Rolle auf den Erfolg die Strategie hat, welche Rolle auf den Erfolg tatsächlich das Mitnehmen aller Menschen sind, die durch das Projekt beteiligt sind. Dadurch bekommt man mit, nicht die Technik ist das Entscheidende, sondern tatsächlich ein geschicktes Projektmanagement, eine offene Kommunikation, das Mitnehmen aller Beteiligten, also den Mensch in den Mittelpunkt zu setzen und nicht die rein technische Lösung. Das ist meistens gar nicht so schwierig. Das heißt, Projektmanagement und die Erfahrung, dass die Unternehmenskultur nicht in allen Unternehmen so ist wie bei Bertelsmann 1995, hat eben dazu geführt, dass tatsächlich auch in meinem Gefühl, in meinem Kopf die Entwicklung von Unternehmenskultur und die soziale Partnerschaft im Unternehmen wieder eine große Herausforderung geworden ist und keine Selbstverständlichkeit, die bereits gelebt wird.